Das ist der Urlaubsbürgermeister. Die Altstadlerin, ja, die hast du auch wieder mitlaufen. Ja, vielleicht doch. Mit.
Was schauen sich die Leute dann an? Alle Beinarbeit, ja. Ganz genial. Farbe nimmt sie einer mal. Ja. Ja, Bierflaschen, keine Zigaretten. Das kommt sich auch. Thank you.
Ja, das ist nur wegen einem Datenschutz, was, dass man die Leute nicht erkennt. Ach so. Dann kann ja nichts passieren. Meine Kinder dabei. Thank you.
Pizza. Vorne geht los. Da ist jetzt der Käse drin, oder? Was will der Eishackler? Du siehst, da schießt sie sein Charivari selber zusammen. We'll be right back.
auf einen hochpolitischen Moment, nämlich auf das Anzapfen des Fasses. Und dazu bitte ich nach oben auf die Bühne unseren Bürgermeister Thomas Serker. Herzlich willkommen. So, und jetzt wollen wir gleich eins klarstellen. Lieber Herr Bürgermeister, in zum allerersten Mal in der Geschichte des Pfaffenhofener Volksfests wird nicht der Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen das Fass anstechen. Herr Herker, warum ist das so? Aber leichte Spurverletzung. Die Stadt Pfaffenhofen hat seit 3 Jahren eine Partnerschaft mit der Stadt Turrialba in Costa Rica. Da geht es um nachhaltige Entwicklung in Kommunen und wir haben uns ja hier selber die Frage gestellt, was heißt Nachhaltigkeit für Pfaffenhofen, wie wir uns entwickeln. Zu diesen Ansätzen der Agenda 2030 im Programm der Vereinten Nationen gehören auch dazu, dass man versucht, international Verantwortung zu übernehmen. Und so haben wir eine Kommune in Costa Rica gefunden, die selbst nachhaltiger werden möchte. Und da sind wir seit 3 Jahren in Partnerschaft für ein sehr erfolgreiches Landwirtschaftsprojekt, wo wir im Pfaffenhofen und auch in Costa Rica versuchen, die Landwirte zu unterstützen bei der Bodenbewirtschaftung auch zur ökologischen Bewirtschaftung. Und der Kollege Carlos Hidalgo, da hinten steht er, ist seit Mai frisch im Amt. Die letzten Tage war eine Konferenz in Köln mit 50 Kommunen, die ähnliche Projekte haben. Da hat man ausgetauscht, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Gestern war die Konferenz zu Ende und dann haben wir gleich mit dem Pfaffenhofen genommen. Zum einen, weil wir viel fachlich klären wollen, zum anderen aber, weil wir eben die lokale Tradition und Kultur mal bringen wollen. Und da kommt jetzt gleich die Feuerprobe. Wir waren gerade beim Lederhosen-Einkleiden, also er schaut aufs Team echt aus und jetzt bin ich gespannt, wie sich Carlos dann auf der Bühne schlagen wird. So, und hier ist er, der Bürgermeister von Turrialba in Costa Rica. So, Freunde, das ist jetzt ein echtes Experiment, denn wir wollen jetzt herausfinden, ob nur ein bayerischer Bürgermeister ein Fass anzapfen kann oder ob es quasi ein länderübergreifendes Bürgermeistergehen gibt, das einen Menschen befähigt, ein Fass anzuzapfen. Mutig ist es allenfalls, was er da macht. Noch mutiger sind allerdings die, die da unten hocken, gell? Weil wenn es hingeht, seid ihr die, die nass sind, das ist klar. Noch hat er gute Laune. Wir begrüßen außerdem auf der Bühne den Landrat Albert Köppner, herzlich willkommen. Abt Markus vom Kloster Scheuern. Andreas Nebrechter, Bundestagsabgeordneter. Und noch einige andere Personen, unter anderem Julia Spitzenberger von der Weißbehütte. Da ist unser Volksfestreferent, der Herr Fischer. Natürlich ist der Festwirt da. Natürlich ist Müllerfrau da. Also, ihr seht jede Menge Prominenz und jetzt jede Menge Unterstützung. Herr Herker, soll er anfangen? Auf geht's! Wir probieren's! Karl Straub ist auch da, gerade gesehen. Und wer jetzt herkommt, der kriegt gleich noch einen Schluck.